Weil das Haus der Familie Fühle-Reiter von drei Seiten vom Wasser umgeben ist und der Weg von der örtlichen Wasserleitung zu weit gewesen wäre, hat man sich für den Brunnen mit Förderpumpe entschieden. Haben dann auch einen Experten geholt und so weiter, und das ist gar nicht einmal so tief, ich glaube, es sind 7 oder 9 Meter, und holen uns quasi da das Grundwasser als Trinkwasser- und Nutzwasserversorgung und sind damit eigentlich autonom, aber an die Salzburger AG mit dem Strom angeschlossen, weil wir brauchen ja Förderpumpe. Und genau diese Förderpumpe hat zu Problemen geführt. Der hohe Verbrauch ist dann urplötzlich da, meist im Zuge der Abrechnung, und dann gilt es halt zu klären, was ist die auslösende Größe. Und in dem Haus war es so, dass eine Wasserpumpe, die eigentlich nur dazu da ist, in kurzer Zeit einen Wasserdruck aufzubauen und Wasser zu fördern, nicht kurzzeitig gelaufen ist, sondern dauernd, ständig. Wir haben zwar immer wieder Geräusche gehört von irgendwelchen Geräten, die plötzlich außertourlich der Normalzeit angeschlagen haben aber jetzt auch nicht so nachgeschaut. Und dann habe ich eben erfahren, dass es bei der Salzburger AG Energieberater gibt. Dann habe ich auch ziemlich rasch einen Termin gekriegt und der war ziemlich kompetent und hat eigentlich unsere Geräte ziemlich schnell einengen können, woher dieser Mehrverbrauch vielleicht kommen könnte. Wenn man die Ursache gefunden hat, dann ist es meist eine Frage der Technik. Hier war es sehr einfach, den Druck zu vermindern, den diese Pumpe ansteuert, und schon war die Pumpe wieder im Normalbetrieb und auch das reicht völlig aus. Also hier war das Schöne, es ist nicht eine neue Pumpe notwendig, sondern nur eine Veränderung der Betriebsweise und die Familie hat wieder den normalen, den reduzierten Stromverbrauch. Es gibt aber mehrere Möglichkeiten, warum der Stromverbrauch eines Haushaltes unerklärlicherweise steigen kann. Für Mehrverbrauch in einem Haushalt gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, dass man die Nutzung ändert, also dass mehr Leute darin wohnen oder dass man einfach mehr Zeit darin verbringt. Eine zweite Möglichkeit für Mehrverbrauch ist, dass man mehr Geräte einbaut und die verwendet, also zusätzliche Geräte, es kann sein ein Aquarium, kann auch sein ein weiterer großer Fernseher. Und eine dritte Gruppe, das war in diesem Fall zutreffend, ist, dass ein bestehendes Gerät plötzlich viel länger und viel mehr läuft und dadurch einen hohen Verbrauch verursacht. Wenn Sie ebenfalls Fragen zu unerklärlichen Energieverbräuchen haben, dann kontaktieren Sie uns einfach. Alle Informationen dazu finden Sie auch im Internet auf www.salzburg-ag.at.